Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz speziellen Titel gewählt, nämlich Licht, Liebe, Leben. Und diese drei Pfeiler des Lebens möchte ich heute ein bisschen näher anschauen, diskutieren darüber, inwiefern das entscheidend ist auch für unser Menschsein, auch für unsere Gesundheit. Und diesbezüglich darf ich mit einem guten Mediziner sprechen, den Dr. Ludwig Reiser, ganz herzlich willkommen. Ich sage dir als guten Mediziner, weil ich mit dir auch philosophische Themen behandeln darf. Ich kann mit dir über Quantenphysik reden, ich kann mit dir eigentlich über alle Themen reden, wo mein Herz auch springt dazu, und das freut und ehrt mich sehr. Herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Licht, Liebe und Leben. Ja. Fehlt nicht noch was? Sagen wir es mal so, das kann man noch ziemlich weit ausbauen, aber drei ich Worte. Ich hätte noch Wasser gesagt, aber was? Licht, Liebe. Aber gehen wir mal in diese drei rein, ins Licht. Du hast mir in einer anderen Sendung mal gesagt, dass du der Meinung bist, dass Licht im Wasser auch gespeichert ist. Ja. Licht ist ein Bestandteil jeglicher Materie, denn Licht ist das, aus dem letztendlich alles aufgebaut ist. Mhm. Also die gesamte Materie, alles, was existiert, ist letztendlich aus Licht aufgebaut. Also wir haben überall Licht. Und das Licht ist für unseren Körper ja absolut entscheidend in Form von Biophotonen. Das heißt, unsere ganze Zellbiologie, unsere ganze Zellphysiologie funktioniert auch nur mit dem Austausch von Licht. Und Licht ist für mich ein toller Marker für Gesundheit. Ich möchte es mal so sagen. Denn je lichtvoller eine Zelle ist, je liebevoller eine Zelle ist, desto vitaler und desto gesünder ist sie letztendlich. Und jetzt ist die Frage, wie hängt dieses Licht und diese Liebe denn eigentlich zusammen? Da wird es noch mal ein bisschen kurz philosophisch, aber das würde ich eigentlich gerne ein bisschen genauer erklären, weil das vom Denken her ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, nochmals, dass überall Licht drin ist, ist mir gerade so ein Beispiel in den Sinn gekommen, dass wir das auch wirklich alle verstehen. Ich hatte mal den Erwin Thoma da, das ist der macht das Mondholzbau, und hat einfach mal mir gefragt, Herr Alexander, wo meinst du eigentlich, kommt das Holz her im Baum? Mhm. Dann dachte ich mir, aus dem Boden, oder? 3%. Und der Rest, der ganze Rest dieses großen Baums kommt aus dem Licht. Aus dem Licht und der Luft, ja. Ist ja unverhaubig, weißt du? Also der Baum erschafft Materie aus Licht. Ja, und ja, unglaublich. Und jetzt kommst du auch und jetzt reden wir wieder über das Licht, oder? Und man muss einfach, das Licht hat viel, viel mehr Funktionen, als wir eigentlich immer wieder, ich sage auch, ich mit meiner Naivität immer wieder geglaubt habe, alles zu wissen, Licht ist da, dass es hell ist, Punkt, oder? Ist bei weitem nicht so. Es gibt kein Leben ohne Licht. Es gibt überhaupt kein Leben. Es gibt gar nichts ohne Licht. Also das braucht man nicht nur aufs Leben beschränken. Es gibt nichts ohne Licht. Mhm. Und dann hat man ja früher auch immer wieder in Spitälern, Krankenhäusern, hat man ja die Patienten ins Licht gestellt, raus in die Natur, ja. Sonnenlicht tanken. Ja, das war mal ein sehr wichtiger Bestandteil der Medizin, ist es ja heute zum Teil auch. Es gibt ja unheimlich gute Lichttherapiegeräte, Hersteller wie Relux in Wien zum Beispiel. Repuls, meinst du? Repuls, ja, die mit diesem kalten Rotlicht arbeiten. Ja, ja, genau. Mhm. Die einfach genial sind. Aber da sind wir nochmal dann auf einer anderen Thematik, weil da kommt dann das Licht und die Entzündung, also die körperliche Regulation zusammen. Moment nochmal, ganz kurz. Ja? Ist das das Erklärungsmodell, warum als diese Lichtgeräte da von dieser österreichischen Firma funktionieren? Weil sie eigentlich wie ein bisschen die Natur kopieren. Man gibt Licht rein, dort was fehlt, also wo ein Problem ist, und dass dadurch ein Wunder der Natur punktuell geschehen kann? Ja, man kann es als Wunder der Natur bezeichnen, das ist richtig. Es ist eine Aufräumaktion, die dadurch im Prinzip entsteht, mit dem Schwerpunkt, was Entzündungsstoffwechsel angeht. Ja, also das verstanden habe ich es nämlich bis heute nicht. Wie kann eigentlich ein rotes Licht plötzlich eine wissenschaftlich, das ist ja alles gut dokumentiert, ja. In der Schulmedizin, die Universität in Wien hat ja das wirklich große Forschungsarbeiten gemacht. Und weißt du was? Ich habe das gerade erfahren. Die Österreicher, die österreichischen Krankenkassen bezahlen ab sofort den Kauf eines solchen Lichtgerätes für jeden Österreicher. Die sind halt dann manchmal doch ein Stückchen weiter, wie wir mit Deutschen. Hey, die Kasse zahlt. Ja. So ein Gerät kostet 2.000, 3.000 Euro. Die Kasse zahlt. Also die haben das geschnallt. Ja, da kommt langsam wirklich definitiv ein Aufwachen.
Ich glaube, also ich hoffe, dass diese Firma es in der Schweiz und in Deutschland dann auch versucht, die Kassen zu informieren mit den wissenschaftlichen Fakten, dass das Licht tatsächlich eine Heilung kriegt. Definitiv. Da gibt es ja mehr als genug Studien, die das auch belegen. Das ist ja auch wirklich keine Neuheit im klassischen Sinne, weil Lichttherapie, wie du richtig gesagt hast, wird seit Jahrhunderten letztendlich therapeutisch eingesetzt, aber trotzdem immer noch verkannt. Mhm. Ja, auch wenn es auch das Kantonsspital hier unten da bei uns im Kanton, die arbeiten heute auch schon mit diesen Geräten. Also es kommt in der Schulmedizin deutlich auf, wenn das Volk es schon über die Kasse kriegt. Oder? Also es kommt, aber jetzt die Brücke vom Licht zur Liebe. Ja. Liebe ist ja so eine Floskel in der Medizin, über kaum ein Thema. Was meinst du da damit? Es ist nur deshalb eine Floskel, weil Physiker das Problem haben, dass sie Liebe weder messen noch definieren noch in ordentliche Strukturen packen können. Liebe ist etwas Subjektives und etwas, was niemals objektiv ist. Aber das ist der Grund, warum mir die Quantenphysik so viel Spaß macht, weil dort verlässt die Physik die Objektivität und muss auf subjektive Aspekte mitreagieren. Mhm. Und da ist auch der Bereich, wo Licht und Liebe zu einem ganz klaren, verbundenen Thema wird. Du hattest dieses Thema ja auch mit dem Nebentitel kosmische Kräfte beschrieben. Kosmische Kräfte, das Licht ist eine der zentralsten kosmischen Kraft und da gibt es unterschiedliche Flussrichtungen, um es mal so zu sagen. Darf ich an der Stelle einen kleinen Ausflug in die Quantenphysik machen? Ich freue mich darauf. Es gibt zwei Grundkräfte im Kosmos. Ja? Die eine Kraft, die kennen wir alle, das ist die Entropie, also das ist der Zerfall der Dinge. Thermodynamik. Alles, was existiert, geht kaputt. Mhm. Punkt. Egal ob Berg, egal ob Mensch, egal ob Pflanze, ob Auto, ob Haus, egal was, alles ist irgendwann kaputt. Mhm. Das heißt, es gibt eine Kraft im Universum, die alles ein bisschen auseinandertreibt, die Sachen wegbringt. Es gibt aber im Universum auch eine Kraft, die alles zusammenführt. Diese Kraft ist, kann man jetzt Adhäsionskräfte nennen, da gibt es viele unterschiedliche Begrifflichkeiten und physikalische Formen. Es ist die Kraft, die dazu führt, dass sich ein Sauerstoff mit einem Wasserstoffatom verbindet. Es ist die Kraft, die Metalle, Atome zusammenhält. Es ist die Kraft, die Moleküle zusammenführt. Es ist die Kraft, die Zellen zusammenführt. Und es ist letztendlich auch die Kraft, die Menschen zusammenführt. Und jetzt sind wir bei der Liebe, weil die Kraft, die Menschen zusammenführt, die kennen wir alle. Das ist dieses emotionale Feuerwerk. Es ist die stärkste Kraft, die wir im Leben haben. Jeder weiß, der die Liebe schon mal erlebt hat. Die Liebe setzt alle Regeln außer Kraft und bringt einen dazu, Dinge zu tun, die man vorher nicht getan hat. Wegen der Liebe, wegen dieser Kraft sind Kriege entstanden, sind Staaten entstanden, sind Friedensbündnisse entstanden und. Es ist eine zentralste Kraft und die gilt meines Erachtens nicht nur zwischen Menschen, sondern letztendlich auch zwischen dem Rest der Existenz. Weil wir sind der Thermodynamik unterstellt, wir zerfallen auch irgendwann, man merkt es, Barthaare werden weiß, bei mir inzwischen Danke auch. Danke vielmals. Entschuldigung, ist alles gut, hast du gerade wegrasiert, aber bei mir geht's auch los. Das ist die Thermodynamik, das ist der Zerfall der Dinge, das ist ganz normal. Mhm. Aber die andere Seite gibt es auch. Und letztendlich ist das Licht das erklärende Element. Wenn ich einen Stoff habe, der zerfällt langsam. Ja, nehmen wir mal irgendwas, ein Stück Holz, was in der Pyramide oder sonst irgendwo gelagert ist, wo es halt Jahrtausende lagern kann, dann wird es irgendwann zu Staub. Wieso wird es zu Staub? Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Moleküle da drinnen langsam an Energie verlieren. Und diese Energie ist reines Licht. Das heißt, man kann sagen, das Licht verdampft langsam aus der Materie. Und deswegen verliert sie ihre Stabilität und zerbröselt. Letztendlich ist es einfach so einfach. Was logisches Klärungsmodell. Und der Umkehrschluss ist, wenn ich in etwas Licht hineingebe, bringe ich es zusammen. Dann vereine ich es, dann stärke ich es und dann entsteht Leben. So ist Licht, Liebe, Leben eigentlich nur eine Kausalkette, eine logische Folge. Und für mich, ich möchte da noch einen kleinen Sprung philosophisch weitergehen, ist es ja so toll, wenn man das auf biologischer, auf zellulärer Ebene anschaut und man sich so Krankheiten anschaut. Nehmen wir mal, ich habe vorhin schon das Thema Krebs angeschnitten, bleiben wir nochmal dabei. Krebs ist eine Krankheit, die Biophotonen abzieht. Also das heißt, von der Bilanz her, von der Zellbilanz her, ist es ein Gewebe, was Energie von außen absaugt.
Darf ich das Verständnis? Der Krebs läuft ja in der Gärung, das heißt, es kommt kein Sauerstoff mehr rein und Sauerstoff ist Träger vom Licht wahrscheinlich, oder? Nein, so kompliziert, da würde ich jetzt gar nicht so tief in die Materie einsteigen, weil dann sind wir, glaube ich, ein paar Stunden beschäftigt, das auseinander zu klamüsern und kommen auch faktisch einfach bei mir an Wissensgrenzen. Mhm. Ganz genau, wo, wie, welches Licht drinnen steckt, da reden wir über Atomphysik. Steige ich dann auch irgendwann mal aus, ganz ehrlich gesagt. Also du sagst mir, innerhalb des Krebses habe ich kein Licht mehr drin. Da ist schon noch ein gewisses Licht, weil sonst wäre es nur noch tote Materie. Dann wäre es kein Krebs mehr, sondern Nekrose. Das wissen wir ja, der Zellmembranpotenzial, auch die Energie, es geht laufend runter, runter. Und das Entscheidende ist, dass es die Energie vom Umfeld abzieht. Das ist einer der wichtigen Punkte. Vom Milieu, richtig, genau. Richtig aus dem Milieu. Ja. Und diese Lichtlosigkeit, dieser Lichtverlust, der hat seine Ursprünge, seine Ursachen. Die sind einmal zum Beispiel auch ganz klar in unserem Bewusstsein, in unserem geistigen Welt zu suchen. Sie sind auch ganz klar in der Biochemie zu suchen und in der Mikrobiologie, weil es auch Mikroben gibt, die Licht aufnehmen und es gibt auch Mikroben, die Licht abgeben. Also vereinfacht gesagt, Mikroben, die Licht aufnehmen, also an sich raffen. Das sind zum Beispiel Pilze. Die sind meistens sehr problematisch für uns. Und dann gibt es manche Keime, die zum Beispiel im Darmmilieu sind, die Biophotonen emissieren, also ausstoßen und damit unserem Immunsystem und unserem Stoffwechsel sehr, sehr viel Kraft geben. Also das heißt auch dieses Spielchen zwischen den Mikroben, zwischen den Lebensformen passiert mit Lichtaustausch. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Heilpflanze nehme, dann ist das ja ein Stoff. Der Stoff hat Information, das wissen wir auch. Aber letztendlich ist der Träger hinter dem Wasser das Licht. Ja. Je lichtreicher das ist, was ich zu mir nehme, desto mehr Licht kann ich auch für mich aufnehmen. Und das macht für mich zum Beispiel den Unterschied in guten und schlechten Arzneipflanzen, weil ich kann ein und dieselbe Pflanze nehmen, eine Kamille, die sehr lichtvoll ist, oder eine Kamille, die eben wenig Licht hat, weil sie in ihrem Wachstum wenig bekommen hat oder weil sie viel verloren hat oder sonstiges. Und da habe ich einen riesigen Unterschied allein in der Wirkung dieser einzelnen Substanz. Kann man dieses Licht als Biophotonen bezeichnen? Ja, mhm. In der lebenden Form reden wir dann über Biophotonen. Mhm. Und das ist ja wirklich das Faszinierende, ja, weil wir nachgewiesen haben, dass lebende Zellen Biophotonen produzieren können. Das heißt, die entstehen aus dem Raum heraus. Die sind auf einmal einfach da. Und das ist für das alte philosophische, physikalische Weltbild eine absolute Katastrophe. Weil das bedeutet ja, dass sozusagen Materie einfach so aus dem Nichts plopp entsteht. Macht sie ja. Wir sehen ja den Baum. Da werden aber auch viele Moleküle, die schon da sind, letztendlich verbunden. Da wird der Kohlenstoffdioxid aus der Luft genommen, genau. Und zusammen mit dem Licht in Zellulose umgewandelt und daraus entstehen dann die Zellmembranen. Also da ist tatsächlich auch eine stofflich-physikalische Reaktion dahinter, die man nachvollziehen kann. Aber ich stimme dir zu, es ist immer sozusagen mehr Licht im Ergebnis da, als sozusagen vorher als Quelle zur Verfügung stand. Und wenn du dich an das Thema mit dem Wasser erinnerst, da habe ich ja auch gesagt, Wasser ist als Träger der Information. Das Licht, das da dahinter steckt, ist das, was das Wasser informiert. Und es gibt ja auch viele, die sagen, dass dieses Wasser aus dem Licht des Lebens entsteht. Also ein Abfallprodukt sozusagen des Lebens selbst ist. Und das entsteht aus Licht. Und das ist das, was mich so wahnsinnig fasziniert. Weil wir können das für unser Weltverständnis nehmen. Du meinst, das Meer ist eigentlich ein Becken, ein gesammeltes Becken voller Energie, voller Licht. Ja, das aus dem Leben entstanden ist. Weil wenn wir die Zelle selbst anschauen, dann können wir diese Beobachtung machen, dass Zellen Biophotonen produzieren, die einfach so da sind und die werden ja in die Materie eingebaut. Also wir schaffen tatsächlich Substanz, echte Materie. Ich meine, voll verstanden habe ich natürlich, je mehr, weniger Biophotonen wir aufnehmen, desto eher kommen wir natürlich in den Zerfall rein, also in dieses thermodynamische Gesetz, dass wir irgendwann halt zerfallen oder richtig. Sterben. Richtig. Aber dann müsste ja eigentlich Umkehrschluss ja auch bedeuten, wir müssten schauen, dass wir ganz viel Biophotonen eigentlich zu uns nehmen. Richtig. In Form von Biophotonen über Lebensmittel oder gibt es auch noch andere Quellen, wie wir uns Licht zuführen können? Oh, da gibt es ganz viele Quellen. Also die Lebensmittel ist schon mal klar, da können wir gerne auch mal über Öle und Fette reden, weil das zum Beispiel eine sehr wertvolle Lichtquelle ist. Auch über Chlorophyll, da gibt es
tolle Substanzen, aber ich glaube, die bedeutendste Quelle für inneres Licht, die kennen wir alle. Es ist die Liebe. Wenn man verliebt ist, hat man keinen Hunger, ist nicht müde, hat eigentlich keine Wehwehchen, alle Probleme sind gelöst. Warum? Weil wir einfach leuchten. Wir strahlen von innen heraus. Und dieses Licht entsteht ja aus unserem Geist eigentlich. Es ist ja unser Geist, unser Seelensystem, das sich verliebt hat, wie auch immer, wo dieses Gefühl, was dann auch stoffliche Botenstoffe hat, klar, gehören auch dazu, aber letztendlich ist die Liebe eine unvorstellbare Energiequelle, die wir dann nach außen tragen. Ich habe es verstanden. Und es ist tatsächlich so, mit diesem Gefühl ist ja nicht so, dass wenn es mal weg ist, dass du dann in ein Loch fällst und weniger Energie hast als vorher. Also es ist kein Raubbau gewesen, sondern es war effektiv eine Herstellung, eine innere ein Kraftwerk, das dieses Energie produziert hat. Genau. Und dann resultiert daraus eine Konsequenz für die Gesundheit. Es gibt ganz viele Sachen, Probleme, die uns Licht kosten. Da können wir jetzt auch wieder bei der Ernährung anfangen. Da können wir auch bei der Mikrobiologie weitermachen, die uns wirklich Licht rauben. Aber wir können auch ein bisschen weitergehen in unser persönliches Umfeld. Wie viel Licht wird uns denn durch unser Umfeld geraubt? Mit nervigen Kommentaren, mit Stress auf der Straße, weil der vor uns nicht weiterfährt oder. All diese Themen, all das, was uns jetzt im philosophischen Sinne dunkler macht in unserer Gemütsstimmung, hat uns Licht geraubt. Und das macht uns letztendlich auch krank. Und es ist dann auch logisch, warum schlechte Laune krank macht. Weil uns das Licht ausgeht. Und damit beschleunigen wir unseren Zerfall. Ja, ist unglaublich. Mir kommt gerade ein Buch in Sinn, was ich mal gelesen habe, so ein dicker Schinken über die Biografie von Yogananda Paramahansa. Kennst du? Ja, kenne ich. Und wo der gestorben ist, der wurde sein Leichnam aufgebahrt und er wurde wochenlang, hat er sich nicht verändert. Der war einfach immer schön. Der hat ein Leben voller Liebe gelebt. Also wenn ich jetzt deine Worte nehme, hat er sich eigentlich aufgetankt. Seine Batterie war voll und der Zerfall konnte gar nicht so richtig stattfinden, so schnell. Es ist eine Erklärung, warum das wirklich so passiert ist. Ja. Weil man konnte sich ja nie erklären, wie er eigentlich nicht zerfallen ist. Stimmt. Aber da möchte ich in der Konsequenz noch einen kleinen Schritt weitergehen. Wenn wir sagen, das Licht schafft letztendlich unsere Materie, das Licht schafft unsere Vitalität, schafft unsere Gesundheit, Liebe ist Licht und mit allem, was mir Licht gibt, baue ich mein System auf, dann möchte ich diesen Gedanken mal ganz kurz als gesellschaftskritischen Aspekt nehmen. Wie sind wir denn in unserer Gesellschaft? Gehen wir mit unserem Licht den anderen gebend großzügig um? Wird es uns geraubt? Wo verlieren wir unser Licht? Da darf jeder für sich selber nachdenken. Ich möchte da nicht in die Politik abrutschen, aber es gibt dort definitiv ähnliche Verhaltensmuster zwischen Mikroben und Körper und Krankheit und Körper, wie auch zwischen Gesellschaft oder Politik und Mensch, die sich nach den gleichen Prinzipien verhalten. Und das ist immer letztendlich nur ein Nehmen und Geben von Licht oder Energie. Das Geben von Licht und Energie ist die Liebe. Das Nehmen von Licht und Energie ist natürlich das Gegenteil der Liebe. Und da kann man sich dann mal anschauen, welche Systeme womit arbeiten. Und je mehr man sich damit umgibt, was Licht gibt, desto gesünder wird mein System. Das gilt auch für mein persönliches Umfeld. Man kennt so diesen Begriff Energieräuber. Ja, ich sag die Vampire. Die Energievampire, was nehmen die uns letztendlich? Biophotonen. Und das ist die Frage, ob man das braucht in seinem Leben. Das Interessante ist nämlich, wenn dort Veränderungen stattfinden, also wenn man dort sein Umfeld zum Beispiel ein bisschen neu sortiert, ändert sich das innere Umfeld und die Leute ändern sich auch. Also das ist immer so ein wunderschönes Wechselspielchen und das ist für mich so faszinierend, denn Licht ist in Frequenzen darzustellen, ist in Schwingungen darzustellen. Schwingungen arbeiten mit Resonanzen. Also das heißt, wenn ich mit einem anderen Menschen in Resonanz gehe, was geht denn hier eigentlich in Resonanz? Es sind unsere Lichtfelder, die in Resonanz sind. Das ist man kann es auch spirituell Aura nennen, ja? Es ist unser Energiefeld, das uns umgibt. Was ist das? Das ist Licht. Und wenn diese Lichtfelder zusammenpassen, habe ich mit dem Menschen eine Resonanz. Und wenn sie nicht zusammenpassen, habe ich mit dem Menschen keine Resonanz. Also das Thema Licht ist für unser Verständnis für die Welt und für das Leben
absolut essentiell. Und ich glaube, es lohnt sich da auch für jeden ein Stückchen tiefer zu gucken und darüber mal nachzudenken, wo das Licht in Form von Liebe eigentlich im Leben steckt und wie wir selber damit umgehen. Ja, wir könnten an dieser Stelle wirklich fertig machen mit der Sendung, weil es ist alles gesagt. Aber lass uns noch ein bisschen uns selbst oder auch die Zuschauerinnen und Zuschauer noch begleitend für die Zukunft diesen Gedanken noch weiterspielen. Wenn Menschen jetzt tatsächlich in einer gesundheitlichen Disbalance drin sind, dann müsste man ja jetzt eigentlich diesen Datensatz wirklich aufnehmen und sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass dieser Mensch Biophotonen kriegt. Ja. Gut, wissen wir, kann man über die Ernährung unglaublich wertvoll machen, im Bereich Demeter, Bioqualität, noch viel mehr Biophotonen rein. Aber eigentlich ist das Wichtigste, dass er vielleicht sich selbst auch mal anschaut, sich selbst liebt, die Selbstliebe, sich selbst was Gutes gönnt, sich selbst was Gutes tut, aber auch die Leute um ihn herum eigentlich ihn versuchen, eigentlich mit Liebe einzudecken, oder? Richtig. Letztendlich ist das Ergebnis dann, oder das perfekte Ergebnis, ist die Freude. Da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen im therapeutischen Sinne, weil wenn die Menschen dann mal länger in einer Leidensgeschichte zum Beispiel drinnen waren, dann sind sie es gewohnt, dass sie von ihrem Umfeld Licht bekommen. Ja, sie sind die Krankheit. Genau, das hält ihnen dann ihren Opferstatus gerne aufrecht und dann kommt man in eine gewisse Sackgasse. Aber wenn man aus dem eine Freude macht, eine Freude ist immer eine Eigenverantwortung. Eine Freude macht immer Spaß und bringt immer eine Veränderung und ein Fortschreiten. Und ist meines Erachtens auch eine der größten Quellen der Biophotonen, weil wir müssen ja dran denken, wir als Menschen können Biophotonen nicht nur aufnehmen, sondern auch selbst produzieren. Beispiel Liebe. Mhm. Also was ist das Heilendste, was es gibt? Freude und Liebe. Das ist ja auch der Grund, warum diese Clown-Doktoren so wahnsinnig viel Erfolg haben. Weil sie die Menschen einfach aus diesem dunklen Sumpf, möchte ich mal so holen, in ein lichtes, freudvolles Sein bringen. Und damit ändern sie ihre ganze Biophotonenbilanz und damit ändert sich ihre Gesundheit. Ja, wenn du also die Kerze anzündest, brennt sie, gell? Und dann ist vieles wieder möglich. Man, genau. Ich liebe diesen Gedanken wirklich. Und ich hoffe auch, dass ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer diesen Gedanken eben mit einbeziehen und nachfolgen können, weil es tut einfach gut. Ja. Auf dieser Ebene zu reden oder das Leben zu leben, bewusst, würde ja auch bedeuten, für uns gesunden Menschen, dass wir diese Gesundheit in uns erhalten können, wenn wir genau diese Freude zum Leben Ausdruck geben und unser Gefährt dahin eigentlich nicht zu viel Räuber reinhauen, also sprich schlechte Nahrung, sondern gute Nahrung, einfach immer wieder ein bisschen Energie reinbringen in Form von diesen Biophotonen. Ja. Wow. In Form von Freude und Liebe. Mhm. Toller Gedanke, großartige Sendung, tausend Dank. War mir eine Freude, wie war immer. War für mich wieder mal eine Überraschung. Keine Ahnung, wohin die Reise geht. Wir reden einfach und kommt da so was Schönes heraus. Ja, bin ich so stolz und voller Dankbarkeit, dass wir Ihnen das jetzt auch so schildern durften. Auch dir ganz herzlichen Dank für Dankeschön diese Sendung. Für die Einladung. Wir machen jetzt eine Kaffeepause. Wir sind aber nachher wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.